Und wir sind live. Oh, und fast den Zauberwürfel, genau. Hat es noch versucht. Und mein Sohn ist immer noch schneller als du. Mega. Danke, Beleidigung am Montagmorgen. So was du, das, so sind wir drauf. Ja, so kennt ihr uns. Genau. In diesem Sinne, Happy Monday, würde ich sagen. Happy Monday. Ja, leider kein Happy Monday. Ihr merkt es auch, wir sind ein bisschen weniger euphorisch wie sonst. Genau, weil es gab ja eine schlimme Nachricht am, wann kam eigentlich die Nachricht rein? Ich weiß es gar nicht mehr, am Freitag. Am Samstag hast du, es war, ich glaube, Freitag hast du es mir ich glaube, genau, es war am Freitag. Kam noch eine sehr schlimme Nachricht rein. Ich würde das gleich mal auch entsprechend zeigen, weil, ja, einer der Original Gangster, einer der Urväter unserer deutschen SEO-Branche ist ja leider verstorben. Krebs, ja, fuck, Cancer. Hat sich schon sehr lange hingezogen. Und ja, also ihr merkt, mir fehlen absolut die Worte, passiert auch nicht. Passiert auch nicht häufig, aber man kann einfach nicht beschreiben, was für einen Impact Ron auf diese gesamte Branche hatte. Also es ist wirklich nicht untertrieben. Ja, er ist einer der Original Gangster, also einer der ersten Generationen deutscher SEOs und hat diese Branche sowas von entscheidend mitgeprägt. Also auch wie viele SEO-Karrieren auf Ron letztendlich zurückgingen oder beziehungsweise Ron, der den Johannes, also den Systrix gepusht hat, der Systrix dann wiederum sozusagen, also sozusagen diese ganze zweite Reihe quasi der SEOs in irgendeiner Form hat immer Ron seine Finger drin gehabt, würde ich mal sagen. Und das war auch immer sein Anspruch. Er wollte irgendwann mit jedem, also er wollte jeden kennen, der irgendwie in seinem Markt auch entsprechend aktiv ist. Ich meine, damals gab es natürlich auch deutlich weniger SEOs, entsprechend, aber nicht desto trotz. Und ich weiß noch, in Berlin, jeder kennt Ron, jeder, also könnte irgendwo am Flughafen irgendwo eine Breze kaufen und fragt Ron und wahrscheinlich irgendwie hätte sie ihn auch irgendwie gekannt. Also ihn kannte wirklich jeder in der Branche sowieso, wenn du irgendeinen Kontakt brauchtest. Ja, es ist so schwer zusammenzufassen. Vielleicht ganz kurz bei mir, ich habe in 2003 kennengelernt, als ich zur Scout-Gruppe gekommen bin. Und Ron war damals schon unglaublich erfolgreich mit Immobilien-Scout. Er hat ja quasi diesen ersten Katalog gemacht für Immobilien-Scout. Also Immobilien-Scout hat für alles gerankt, also quasi Wohnungen, Mieten in Stadt XY, also wirklich alle Städte, Wohnen kaufen, Wohnung mieten, kaufen, Haus kaufen, mieten, was weiß ich auch immer, in allen deutschen Städten. Sensationeller Katalog, den er da mit Immobilien-Scout gebaut hat und der sicherlich auch ja, einer der maßgeblichen Erfolgsfaktoren waren, warum vielleicht jetzt auch Immobilien-Scout immer noch da ist, wo sie jetzt sind. Also weil sie wirklich sich so zur absoluten, unanfechtbaren Nummer 1 gemausert haben damals. Und ja, und ich kann auch nicht erwähnen, wie viel ich von ihm gelernt habe, wie viele Kontakte ich über Ron irgendwie bekommen habe. Aber immer auch, ja, mit diesem Lachen, wenn man einfach daran denkt, immer die Interaktion mit ihm. Also auch ganz am Anfang noch bei der Scout, sagt jetzt vor 20 Jahren, wo wir jetzt kennengelernt haben, ich hatte da ein Telefonat mit ihm. Also er hat das sehr häufig gemacht. Er hat dann Leute angerufen und er ruft mich irgendwann an und sagt so, ha, Markus, lalala, wusst schon das. Und dann hat er angefangen, irgendwas zu erzählen und kam von 100.000, hat dann das und das erzählt. Ah ja, und das ist der macht mit dem und dem das und das und macht dies und dies. Hast du dies und das? Kennst du das und das? Und immer wollte ich, da hat er so eine Frage gestellt und dann wollte ich eigentlich darauf reagieren. In dem Moment hat er aber schon die nächste Geschichte erzählt und dann kam wieder die nächste Frage und dann, und ich hatte ein, ist kein Witz, ein Telefonat mit ihm über 1,5 Stunden, hat mich der Nils nämlich danach gefragt, sag mal, wer war denn das? Ich habe 1,5 Stunden mit ihm Telefonat gehabt und ich habe kein einziges Wort gesagt. Er hat mich super viele Fragen gestellt. Ich habe kein einziges Wort gesagt. Ich habe so viel auf einmal gehört und verstanden. Man muss auch wirklich hier fast mitschreiben. Entsprechend, also
Genau, und ich glaube, viele von euch, die ihn persönlich kannten, können wahrscheinlich auch genau so eine ähnliche Geschichte erzählen. Und das ist eben genau unser Ron gewesen. Ja, und wie gesagt, man kann nicht, ja, also man kann das nicht understaten, wie wichtig, also eher ein Nukleus dieser Branche, ein OG, ein Original Gangster, einer des Wolfpacks sozusagen. Und wirklich, also er hat SEO in Deutschland, ja, also man kann nicht über SEO in Deutschland reden, ohne über Ron zu reden. Und wie gesagt, für alle, die ihn dann, die ihn nicht kennen, also das ist wirklich, genau, also ja, sorry, es ist so schwer, echt darüber zu reden, weil es einfach so, so unglaublich ist, ja, weil er so, so ein wichtiger Teil war und jetzt nicht mehr da ist. Ja. Ja, trinkt jetzt mit Friday ein Bier im Himmel, ganz sicher. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach unglaublich traurig, so jemanden zu verlieren. Er war im Black Hat Chat, auch das, genau, es gab früher so eine Skype-Chat-Gruppe, der Thomas Promny, The Boys, genau, also Ron, ich, der Viagra-Verchecker, der Friday, der Gerald, ja, also das war auch eine ganz legendäre Sache. Und genau, und ich habe ihm damals auch einen Namen geben dürfen oder einen Namen gegeben, ich habe es einfach gemacht, und zwar der Pate. Genau, und das hat sich auch gehalten, was ich sehr, sehr lustig finde, also bis zum Schluss immer wieder, ich bin immer wieder den Paten der deutschen SEO-Branche und das hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt, auch wie ich ja den Johannes Beuys zur Lichtgestalt der deutschen SEO-Szene einmal quasi genannt habe, das hat, ist auch hängen geblieben, finde ich auch cool, wird heute auch immer noch zitiert. Und bei Ron habe ich halt gesagt, es ist der Pate der Branche, weil wir hatten ganz früher mal auf der Abacus-Pop-Konferenz haben wir so Trikots gemacht und haben quasi die SEO All-Stars und haben so Trikots gemacht und wie gesagt, und bei ihm stand halt hinten drauf der Pate. Genau, und auch zu Recht. Ja, genau, also wenn jemand von euch eine Story über ihn hat, also bitte meldet euch gern zu Wort. Ich lese da gerne Stories auch von euch vor. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ihr wisst, also ich habe einen sehr buddhistischen Glauben. Ich glaube immer sozusagen, Menschen leben halt auch ewig durch diese Geschichten. Das ist so ein bisschen auch wie dieser, ja, also genau, es geht einfach darum, wenn man Geschichten von den Leuten erzählt, leben sie ewig, weil sie immer im Kontextrahmen dieser Geschichte quasi halt weiterleben. Und genau, also wer eine Geschichte hat, bitte meldet euch gerne. Ich habe mal versucht, weil ich habe mich auch schwer getan, einen Post zu machen. Es haben auch so viele Leute gepostet und ich habe gedacht, ich sage heute auch nochmal da was und es lässt sich einfach so schwer in Worte fassen und ich wollte ein Bild posten und einfach nur schreiben, Legends may sleep, but they never die. Aber auch das wäre ihm irgendwie nicht gerecht geworden und so habe ich gemeint, ich stammel einfach hier irgendwas und genau, versuche ihm so entsprechend Tribut zu zollen. Genau, gesehen habe ich es bei Marco. Ich wollte jemand anrufen und der hat mir seine Nummer über den Messenger geschickt und deswegen habe ich auch am Freitag, war ich dann noch auf Facebook und das Erste, was aufpoppt, war er und danach hat mich direkt der Suchknecht angeschrieben, Mario Fischer hat mich angeschrieben, also dann kamen echt die Nachrichten rein und ich glaube, Marco hat wirklich das als erstes, viele hatten es vom Marco. Genau, der Ronjon hat wunderschön über ihn geschrieben, also auch der Pascal auch wunderschön, übrigens ist ein sehr schönes Bild von uns damals 2007 oder 2009 auf der SES Berlin und das waren quasi die Scout-Gruppe, also Pascal, Friendscout24, ich Jobscout24, Ronjon Immobilien Scout 24. Ronjon, der hat damals schon, glaube ich, die Agentur gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Patrick Price war ja Scouts Schweiz und Nils, genau, hat auch quasi strategisch innerhalb der gesamten Scout-Gruppe da geholfen. Und das war so ein bisschen unser SEO-Think-Tank, unser Online-Marketing-Think-Tank. Und wie gesagt, ich kann gar nicht beschreiben, wie viel ich damals gelernt habe und was, ja, also ich wäre sonst nicht hier. Ich würde sonst hier nicht sitzen ohne diese Truppe und auch ganz sicher, ja, über den Herrn in der Mitte, ohne den Ron. Und genau, der Pascal hat dieses Foto nochmal gepostet, deswegen auch mit diesem Schlagschatten, weil ich habe das mal mit Schlagschatten gepostet, das gibt es gar nicht ohne. Genau. Und der Ronian auch eine ähnliche Geschichte.
Genau, sagte mir, dass endlich der zweite Mitarbeiter im Online-Marketing der Scout24-Gruppe angefangen hätte. Wir sollten uns mal connecten. Er würde bloß wahnsinnig schnell reden. Man könnte nicht alles verstehen. Das Telefon klingelte und jemand startete mitten im Satz, ohne weitere Vorstellung, aber vielen Informationen und Namen. Genauso abrupt endete das Gespräch auch. Und es war vollgepackt mit Enthusiasmus, Wissen und Tatendrang. So war es auch zuletzt, als wir in einigen Monaten nochmal miteinander gesprochen haben. Genau, also, wie gesagt, genau so war er drauf. Und wie gesagt, ich habe es geliebt, diese Calls zu kriegen von ihm. Ich habe so viel Informationen erhalten. Ja, das gibt es gar nicht. Eine Sache muss ich erwähnen, das habe ich in keinen dieser Sachen erwähnt. Er hatte damals, also die erste Generation SEOs, auch noch Frank Moll, ich glaube Norman Nötzold, Dick Mell wahrscheinlich, ich weiß nicht, und Menzenbach, ja, der Suchknecht. Er hatte damals die lustige Idee, sie wollten damals quasi so ein SEO-Monopol machen. Und zwar haben sie gemeint, wir machen, also jeder hat ja quasi Traffic für ihre Kunden quasi da gebastelt. Also wie gesagt, eher vor allem für Immobilien-Scout entsprechend, ne? Und der Ronjan für Autoscout und der Robert für Finance-Scout, was weiß ich auch immer. Ne? Und was er halt meinte, war zu sagen, wir SEOs tun uns zusammen und bauen ein einziges Portal und dann schieben wir all unseren Traffic in dieses Portal und verkaufen von dort sozusagen. Und das hieß Ranardo. Ich kann mal ganz kurz gucken, archive.org, ranardo.de. Fällt mir jetzt ein, sorry, ich hätte das vorher recherchieren können. Aber ich glaube, es hieß Ranardo. Kann es sein? 2004? Gucken wir mal ganz kurz, ob es das ist oder ich habe mich falsch erinnert. Genau, so sieht das aus. Ranardo. Ne? Sieht ein bisschen aus wie Idealo. Genau, nicht verwechseln. Martin Sinner natürlich auch guter Freund von Ron. Ne? Ich meine, auch Idealo war mal ein SEO-Projekt. Ne? Und jetzt, wie gesagt, durch dann natürlich alles mit Axel Springer und was weiß ich auch immer, wurde es dann natürlich ein richtiges Projekt. Aber es war eigentlich mal ein SEO-Projekt. Und nicht zu vergessen, natürlich auch Martin Sinner mal 5% des gesamten Outbound-Traffics von Google ging auf Idealo. Ja? Und das war so, glaube ich, auch so die Idee hinter Ranardo, ne? Dass alle großen SEOs sich sozusagen zusammentun und ja, einfach so ein Gesamt-Gemischtwarenladen. Ihr seht es ja, gibt alles, Immobilien, Kosmetik, Sport, Möbel, Wohnen, Spielzeug, was weiß ich auch immer. Und da sollte quasi dieser ganze Traffic gesammelt werden, aber genau, hat leider nicht funktioniert aus mehreren Gründen, leider, ja, aber also wie gesagt, hat aus mehreren Gründen nicht funktioniert, aber es war auch ein faszinierendes Projekt damals, was er da angestoßen hat. Genau, also das fand ich wirklich sehr schön, hier vom Ronjan zu lesen. Der Randolph hat auch sehr schön geschrieben, 2001 haben sie sich getroffen, also noch ein bisschen früher, bevor ich ihn erlebt habe. Genau, hier Black Hat Chat Member, genau, war der Randolph natürlich auch drin, Entschuldigung, habe ich vergessen, der Pate, ne? Genau. Genau, der hat auch wirklich bei dem Verkauf von Gulli quasi in dem Sinne geholfen, dass er dem Randolph mal erklärt hat, wie das Ganze funktioniert, ja, dem Anarcho-Randolph. Genau, ich meine, auch ein sensationelles Buch, ne? Die Story Gulli Wars, die Geschichte von Randolph und dem Gulli.com-Projekt. Super faszinierende Geschichte. Und genau, und ich glaube, das sensationelle Ende, was der Randolph da erreichen konnte, ja, wäre auch da ohne nicht Ron möglich gewesen. Ich wollte eigentlich was posten. Ich habe dann nach Fotos geschaut, entsprechend. Ich habe echt schöne Fotos noch gefunden. Hier ein schönes Foto von ihm von 2010. Da war er auf dem SEO Oktoberfest Charity Dinner, damals auch vor 13 Jahren. Genau, hier mit Brent Sartoris. Genau, hier zusammen und hier einem sehr jungen Markus Tober, genau, auch 13 Jahre jünger und genau, dann dem Brand zugehört. Der Brand war damals ja auch noch eine Macht auf Dick. Genau, ich glaube, das hat dem Ron auch getaugt. Und das war ein legendärer Tag, hier 2012. Hier ist der Viagra-Verchecker, der ist ja nicht auf Facebook. Und der Ron, und auch wieder an dem, ich habe so viel erfahren an diesem Biergartenbesuch mit Ron. Das war auch grandios. Ich erinnere mich sehr gerne da an diesen Tag zurück und deswegen dieses Foto. Also genau, also ihr seht sich, ich hadere hier wirklich mit Worten, weil man einfach nicht, ich glaube, es keine Worte werden dem gerecht, ja, wer Ron einfach war in dieser Branche. Ja. Und es ist wirklich auch sehr schade, dass Leute kommen jetzt in die SEO-Branche und ja, und die kennen solche Namen vielleicht auch gar nicht mehr, aber wir wären alle nicht hier
ohne Ron. Und ich glaube, das können sehr, sehr viele unterschreiben. Also von dem her, Ruhe in Frieden, lieber Ron. Genau, und stoß mit Friday ja, auf die Seos an. Gut. Ja, also eigentlich habe ich dann auch gedacht, eigentlich sollten wir gar keine Show weitermachen. Aber ja, wie es so schön heißt, the show must go on. Und das hätte er auch gewollt. Genau. Von dem her natürlich klar, die Katharina kann den sicherlich auch sehr betrübt. Der Matthias nachdenklich, Grüße und Hallo. Genau, rest in peace vom Archiv. Der Hans, traurige Grüße. Genau. Und ja, und auch der Mariano, wir vermissen Ron. Genau, Mariano kannten wir auch sehr, sehr gut. Genau, den vermissen wir alle. Genau, der Andi hatte geschrieben, noch bevor ich angefangen hatte. Deswegen, hey Leute, genau, aber cool, dass du mit dabei bist, lieber Andi. Ja. Ich kann noch so viel erzählen, aber genau, aber wenn ihr jederzeit, wenn ihr eine Geschichte habt, wie gesagt, wir lesen da gerne alles vor. Und genau, aber trotzdem würde ich sagen, gehen wir mal durch die News oder beziehungsweise kurzes Housekeeping. Diese Woche, heute die News, ein paar spannende Sachen habe ich noch für euch gefunden. Und ja, es ist hart, also es ist echt hart, so dass. Ja. Also ein paar News habe ich noch gefunden. Am Mittwoch haben wir den Flo Stelzner bei uns in der Show und da sprechen wir über SEO-Wettbewerbe. Genau, da hat er sich ja... Wettbewerbe, genau. Ja. Und der hatte ja da eine sehr explizite Meinung, hat er ja auch an dem Wingman-Newsletter letzte Woche kundgetan. Und genau, das wollten wir nochmal ein bisschen näher beleuchten, SEO-Wettbewerbe. Wo kam das her? Und ja, wie ist da einfach so die... Der Sinnhaftigkeit und dergleichen. Also von dem her nicht verpassen mit Flo Stelzner von Wingman am Mittwoch. Das wird sicherlich richtig gut. Und dann haben wir noch einen weiteren sehr spannenden Gast, beziehungsweise gestern konnten wir sichern, und zwar die Saskia. Genau, wenn ihr euch erinnert, wir haben ja über die Campix geredet. Und auf der Campix, genau, war das, ja, jeder hat gesagt, sensationell, bester Vortrag überhaupt entsprechend gewesen. Und der Steve, der ja hier auch coolerweise ein cooles Recap gegeben hat, zusammen mit Andreas Röhne von der Campix, hat uns coolerweise connected auf LinkedIn und sie kommt zu uns in die Show. Jetzt muss ich nochmal gucken, in 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß gar nicht mehr. Am 12. Genau, und das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Gerade wer sie auf der Campix verpasst hat, genau, kann sie hier nochmal erleben und ich freue mich ungemein, weil ich habe so viel Gutes gehört, also ich kann es wirklich kaum erwarten, die Saskia bei uns zu begrüßen. Das wird richtig gut, nicht verpassen. Genau, in dem Sinne, ja, genau, gehen wir in die News. Übrigens, ich bin immer noch so fasziniert, by the way, der Alex, kannst du mal deine Fingernägel hier in die Kamera halten, schwarze Fingernägel. Also ich würde sagen, Alex und ich, also wir waren unabhängig voneinander auf der Christopher Street Parade in München, die war am Samstag. Ich war mit meinem Sohn und später noch meine Frau und wir hatten mega Spaß, das ist richtig cool, aber der Alex hat ein bisschen übertrieben hier. Es war eigentlich wegen dem Konzert, das war auch so. Wir sind nur zufälligerweise beim Christopher Street Parade. Da muss man sich schwarze Nägel machen. Ah, natürlich. Okay. Gut, okay. Das war ein Deal. Nele kommt mit aufs Konzert, wenn ich die Fingernägel angemalt bekomme. Okay, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Reden wir über SEO, da weiß ich was, genau, worüber ich rede, hoffentlich. Ich habe hier 2 Posts noch vom 14. Juni, die hatte ich bei uns gar nicht in der Show drin letzte Woche, also das ist schon 12 Tage her. Ich weiß gar nicht, wie mir das entgangen ist, weil was hier noch ganz interessant war, was ich fand, war diese neue AI-Shopping-Features und hier insbesondere, dass ich hier, also Sea Clothes on a Range of Skin Tones and Body Types, eigentlich eine total geile neue Edition, also dass ich quasi bestimmte Sachen virtuell anprobieren kann, aber ja, auch wirklich genau definieren kann, wie ich eigentlich aussehe, ne? Also sowohl von der Hautfarbe als auch von meiner Körperform oder wie auch immer, also sehr, sehr interessantes, sehr useful Feature. Wie gesagt, ich habe es komplett
verpasst, euch das zu zeigen. Wie gesagt, vielleicht kennt ihr es auch schon alle, wie gesagt, es ist jetzt 12 Tage her. Aber ich dachte, ich will das nochmal erwähnt haben, weil ich das echt richtig spannend fand. Und irgendwie ist das entgangen in den, ja, so vielen SEO-News, die ich da cover. Irgendwas geht dann auch irgendwie unter entsprechend. Und ich fand das sehr, sehr cool. Gibt es nicht auch von einem Brillenladen aus Deutschland, die... Da kannst du mit deiner Handykamera... Mr. Specs war das, glaube ich. Die Brille irgendwie so aus, anschauen, wie sie aussehen würde bei dir. Genau, auch cooles Feature. Ne? Aber ich meine, das ist ja nochmal einfacher, ne? Weil da brauche ich einfach nur Ding und die Brille. Ne? Mhm. Deutlich einfacher. Hier geht es ja darum, wirklich, ja, je nachdem, was ich da halt anziehe. Und dann auch dann, ich habe immer ein Gesicht, das hat vielleicht eine unterschiedliche Gesichtsform, ja, aber hier sozusagen auch die unterschiedlichen Bodytypes da abzubilden. Also schon spannend. Und das kennen wir ja, ne? Refined Product, also wo ich auch sagen kann, ja genau, aber die Bluse, aber bitte mit dem Muster und solche Geschichten, ne? Das kennen wir schon, das war jetzt nichts Neues. Aber das, wie gesagt, fand ich hier sehr spannend und wollte ich euch nochmal zeigen. Und dann hier auch noch, vom 14. habe ich auch nicht gezeigt, Plan Travel and Shop this Summer with Help from Search Lab Experiments. Also das geht nochmal auf die Integration von BART da entsprechend halt ein. Hier geht es darum, wie ist die Frage, ist what do people say about the bean in Chicago? Is it worth visiting? Genau dann mit diesen Review-Mentions entsprechend da drin. Genau, nice, okay. Und auch beim Shopping, was war das? Ach so, genau, da wird danach gesucht nach einer Bluetooth-Speaker for a Pool Party. Und Add to Sheets, auch sehr interessant. Ich habe diese Links und kann automatisch sagen, mach mir da ein Sheet, weil ich will zum Beispiel ein Travel Itinerary bauen oder wie auch immer, kann ich das direkt zu Sheets hinzufügen. Genau, ist jetzt auch alles nicht der super Knüller. Aber wie gesagt, wollte ich nochmal erwähnt haben, weil ich es ja letzte Woche nicht erwähnt hatte. Ich habe letzte Woche Keyword-Recherche über Bing gemacht, ja. Also auch hier den Chat genutzt. Und dann habe ich gesagt, hier bitte gib mir eine Liste mit 150 Keywords raus. Und dann haben sie zum Schluss gefragt, so übrigens, sollen wir das in einen Google Doc reinsetzen? Haben dann so getan, als wenn wir einen Google Doc erstellen. Die URL hat aber nicht funktioniert. Echt? Das ist ja lustig. Okay. Übrigens, der Andi, interessante Information dazu. Ich glaube, Snap Inc. ist da auch ganz groß am Start. Die verkaufen die Technologie dazu. Genau, die haben nämlich auch initial damit angefangen. Mhm. Das weiß ich noch. Also gerade mit solchen Filtern quasi, da waren die ja ganz groß. Interessant. Danke, Andi. Dann, genau, mal was more actionable und ein bisschen neuer. Jetzt endlich Google Search Console. Wir haben den neuen INP, ja, also Core Web Vitals wird erweitert durch INP, Interaction to Next Paint. Sehr interessante Metrik, also vor allem, weil es so eine Art ja, Compound-Metric in dem Sinne ja ist. Da muss ja auch so viel passieren. Also am Ende des Tages wird eben gemessen, wenn ich auf etwas, also die Seite ist jetzt sozusagen geladen und ich klicke jetzt eben auf ein Produkt oder ich habe jetzt ein Produkt und will es in den Warenkorb legen. Ne? Wie lange dauert quasi es von der Interaction to Next Paint, also Next Paint, dass jetzt passiert was, jetzt ist was passiert, ne? Irgendwas Neues wird entsprechend geladen und auch hier wieder natürlich mit Thresholds. Ich glaube, über 500 Millisekunden ist es dann zu langsam. Ich meine, das ist eine halbe Sekunde, das ist schon sehr, sehr viel. Genau, anything over 500 Millisekunden ist nicht pur, genau. Also man sollte unter 200 Millisekunden da entsprechend sein. Und genau, ihr habt ja auch schon, wir hatten das schon mal hier mit den Chrome Developer Tools, ne? Da gibt es ja auch schöne Möglichkeiten, wie man auch INP entsprechend debuggen kann, sozusagen herausfinden kann, wo es da entsprechend zu Problemen kommt. Also irgendwelche Render-Blocking-Resources oder dergleichen. Und das muss nochmal viel nachgeladen werden und wie man das entsprechend vermeiden kann. Aber wie gesagt, ist jetzt Part der Core Web Vitals und jetzt auch in der Google Search Console sichtbar. Spannend. Dann, lustig. Wieder so ein Reminder von Google. Letztes hatten wir diesen Reminder, bitte schreibt helpful content. Yay, okay, danke nochmal, dass ihr es uns sagt. Hier, Reminder, the best word count needed to succeed in Google Search is not a thing. It doesn't exist. Write as long or short as needed for people who read your content. That's aligned with our ranking systems aim to reward. Genau, immer wieder diese Frage mit WordCon. Warum schreiben sie dann so viel Content so in der Sache? Ja, genau. Das ist so not a thing, ist da sagen wir einfach not a thing und warum müssen sie es noch erklären? Naja, gut, aber es ist halt wirklich, egal, lang, kurz oder was weiß ich auch immer, was die Leute lesen, wie lange du auch brauchst, um das gut rüberzubringen. Ne? Genau, so viel wie nötig und so wenig wie möglich vielleicht, ne? Damit es dann auch wieder easy, scannable ist und dergleichen. Ne? Also
wie gesagt, aber es kommt immer wieder vor und es gibt auch immer wieder diese so arbitrary Tipps, wie zum Beispiel, ja, guck dir mal an, wie ist der Word Count von der gesamten Top 10 und dann solltest du auch, die haben alle so im Durchschnitt 1200 Wörter, also solltest du auch so ungefähr 1200 Wörter haben. Nee, muss nicht sein, sondern vielleicht kann ich ja gerade den Unterschied machen, indem ich etwas Komplexes, weil bislang brauche ich 1200 Worte, um das zu erklären, na, vielleicht deutlich einfacher erkläre, deutlich more concise, also ja, oder in einfacher kürzer erkläre. Sprache. In einfacher Sprache, kürzer erkläre, wie auch immer. Wie gesagt, also Word Count ist keine Metrik. Und genau, sollte es auch nicht sein. Und genau. Aber kommt immer wieder vor, wird immer wieder auch hervorgebracht. Und genau, also wenn jemand sowas das sagt, der SEO-Dienstleister, der euch Content schreibt, entsprechend dann einfach schreiend weglaufen und Telefonnummer ändern. Genau. genau. Gary Ilyich hat auch noch was Cooles gesagt, also auch yay. Don't use AI and LLMs to diagnose SEO issues. Dass man das Leuten sagen muss. Wirklich, das, wenn ich das sogar vorlesen muss, ist horrible. Ja? Also PSA from my inbox, also Public Services Announcement from my inbox. LLMs have a very high wow factor, but they have no clue about your website. Don't use them for diagnosing potential issues with it. And also remember that LLMs will hallucinate. Pressed in the right way, they will give you information that's completely detached from reality because the predictions on the word order make sense. Can they give you factual correct information in general? Yes. Can they give you information that has nothing to do with reality? Also yes. Use LLMs at your own risk and be very picky about what you need to accept from their output. Otherwise, you would be in a very disappointing ride. Hatten wir denn nicht letzte Woche auch eine Geschichte, wo ja, Aussage, genau. Deswegen habe ich es auch gebracht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Genau, weil letzte Woche wurden wir ja auch mit einer Aussage konfrontiert, dass JetGDP gesagt hat, genau, dass LSI, genau, LSI Keywords, sorry, ist ja, genau. Der Mythos, LSI Keywords, also Latent Semantic Indexing, ne, also wie gesagt, genau, also es ist ein Mythos, ne, aber uns wurde dann ja nochmal quasi empfohlen, ja, JetGDP zu fragen und die sagen, also JetGDP sagt, das ist super wichtig, aber das ist mal wieder dieses Shit-In-Shit-Out-Prinzip. Wie gesagt, ich sage nicht sozusagen, dass vom, also wenn es, wenn man das in einer praktischen Anwendung bestimmte Sachen macht, dass es auch einen Vorteil haben kann, ne, aber in den Patenten oder wie wir SEOs das eher kennen, ist eher dieses Konzept des Phrase-Based Indexing sozusagen, aber wie gesagt, aber LSI-Keywords gibt es nicht. Also das ist ja, wie gesagt, es gibt also quasi, das ist ja, was hier kolportiert wurde, es gibt bestimmte Keywords, also LSI-Keywords, die man im Content hinzufügt und dann rankt es halt besser, ja. Also quasi man reached a topical authority, bla bla bla. Also wie gesagt, it's a myth. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz kann in der praktischen Anwendung, man macht quasi das Falsche, also aus der falschen Intention, aber man macht trotzdem das Richtige. Entsprechend, das kann nichtsdestotrotz passieren. Genau, aber wie gesagt, fand ich hier sehr passend, dass wir gerade das letzte hatten, weil ich habe da schon schmunzeln müssen, dass ich gesagt habe, frag mal JetGDP, die sagen, das ist gut, okay. Ich meine, 25 Jahre Erfahrung in dieser Branche. Und aber ich frage mal JetGDP, der da irgendwas hinhalluziniert. Das ist doch irgendwie so, gibt es auch den einen Film Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Ja, sensationell, was, genau. Men in Tights, Women in Tights. Genau, wo der beim Henker steht und auf einmal kommt ein Pfeil und schießt dir das Seil durch, das Strick wird durchgeschossen. Und dann sagt er, hey, exzellenter Schuss. Also eigentlich wollte ich einen Henker treffen. Also eigentlich... Das war aber auch der Blinde, gell? Nee, genau, das war der Blinde. Nee, ist nicht, oder? Der Blinde, sondern ein anderer. Aber ist ja auch so quasi das Gleiche. So, genau. Du machst eine Aktion, sie führt zum richtigen Resultat, aber eigentlich ist es nicht das, was du ursprünglich antizipieren wolltest. Genau, aber einfach falsche Schlüsse daraus gezogen, ja. Genau. Also don't ask JetGDP for SEO advice. Genau. Und hier ist ja noch schlimmer, Diagnose. Also bitte sag mir mal, was wrong is mit, bitte was? Ja, warum sollen die das können? Ja, also das ist absolut lächerlich. Was haben wir noch? Oh, auch sehr lustig. Das ist eine sehr interessante Konversation, die gab es in einem, ist natürlich wieder aus so einem Google Search of the Record Podcast, glaube ich, mit John und mit Gary. Das will ich auch mal ganz kurz vorlesen, weil ich finde das auch super interessant.
So, also John Miller sagt, what if my content just isn't being indexed as quickly as I wanted to be? I wrote about Eurovision and about the winner, also der Eurovision Song Contest. Ne? And I'm pretty sure my blog post is the most unique take of all of the blog posts out there. But I needed to get indexed today, otherwise nobody will look at it. Ne? Ist ja klar, also gestern war der Eurovision Song Contest, ich setze mich noch hin, tippe da irgendwie einen tollen Artikel, ne? Saug mir da irgendwas aus den Fingern. Und hoffe jetzt entsprechend, dass ich natürlich jetzt schnell indexiert werde. Morgen suchen die Leute nach Eurovision Song Contest oder nach dem Winner, finden meinen Blogpost, ich werde verlinkt, ich werde gelesen, Leute klicken meine Ads, ich gewinne. So, Gary sagt, nobody will look at it anyway, but I think it's worth adjusting expectation for most sites. Ja? Chortles, was ist ein Chortles? So, Chuckle, irgendwie so, oder Chortles. Ja. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört. Und jetzt kommt, was Gary sagt. Unless you are publishing something utterly unique and something that people are actually interested in, it's pretty hard to get stuff indexed. Wow, krasses Statement. That's because the internet grew to a size where it's basically not indexable in its entirety. Back in the good old days, when I was still young and I was still eating cheese, gut, das ist jetzt so ein Insider bei ihm wieder, I could find pretty much anything in the major search engines, be that Microsoft Live or Google or even Alta Vista. Ja, genau, good luck. Nowadays, there's just no reasonable amount of resources would be enough to get everything indexed, so search engines will have to make a cut somewhere, which means that the expectations of getting stuff indexed should be lowered from site owners' perspective, or they can bump up the quality of the content and how interesting and viral they can write, I guess. Ne? Und ich glaube, was da drin sind, sind viele, sehr viele kleine, richtig interessante Nuggets. Ne? Also was er da nicht sagt. Was er da nicht sagt. Ne? Also dieses unless you're publishing something utterly unique and something that people are actually interested in, it's pretty hard to get stuff indexed. Ne? Ich glaube, das verweist auch so ein bisschen darauf, ne, dass wenn ich etwas schreibe, und das finden die Leute wirklich andere Seiten. Es wird viral. Es geht viral. Ne? Die Leute sharen das auf Twitter oder auf anderen Social Media Plattformen. Ne? Da kommen wirklich viele Eyeballs drauf. Und dann ist wieder Google, ne? Also wie Google, wie man auch immer so schön sagt, Google only loves you and everybody else loves you first. Ja? Also alle Leute wollen zu dir hin und das ist Google, oh, jetzt bräuchte ich auch, weil das scheint super interessant zu sein, weil so viele Leute das interessiert. Ne? Also man sieht hier schon nochmal, das ist eine sehr interessante Metrik ist. Und ich glaube sogar gerade noch mal ein bisschen mehr Social Media als normale Backlinks entsprechend, ne, auch noch, also was ich auch noch mal sehr interessant finde, weil da wäre noch mal ein entsprechender Time Gap. Aber natürlich fließt das auch noch mal da rein, ne? Also dass viele Leute das auch entsprechend halt anlinken und am besten von Seiten, die auch Traffic haben, Links, wo auch Klicks, also wirklich geschehen, wo doch Links, quasi Leute über diese Links eben auf meine Seite kommen. Ne, dann kann das natürlich auch dabei entsprechend helfen. Und das ist wirklich sehr interessant, ne, weil es halt wirklich, ich meine, klar, du hast einen tollen Blogpost und du findest es super wichtig und klar, wenn die Leute das lesen, finden sie das dann vielleicht auch super spannend oder was weiß ich auch immer, ne, aber die Leute suchen es nicht, die Leute suchen nicht deine Meinung, ne, und das ist genau der Punkt, also warum sollte ich deinen Content schnell indexieren, ne, nur weil es halt super unique ist und du hast irgendwie einen tollen Take oder dementsprechend, aber ich will quasi sehen, dass die Leute deine Meinung auch lesen wollen. Also entweder sie verbreiten dann den Artikel oder du hast vorab so eine Authority zu dem Thema. Ne? Oder da, also das auch, ne, wie die Leute suchen halt nach dem Spiegel, nach der New York Times. Ne? Und dann natürlich, wenn der Spiegel über den Eurovision Song Contest schreibt, ne, dann dieser Artikel wird natürlich sehr schnell auch entsprechend erscheinen, weil die Leute eben auch den Take vom Spiegel oder einem bestimmten Redakteur halt wollen. Also ich glaube, das ist sehr schön, dass man hier sozusagen, was hier nicht steht, aber was hier nochmal ein bisschen so das zurückspielt, wie halt, genau, das ganze Spiel heutzutage funktioniert. Um den Heiko gerade einmal zu grüßen, weil er schon so häufig genau. Im Spiegel zitiert. Genau, vielleicht ist er da, genau, der Heiko hört ja auch sehr häufig zu, obwohl er gerade ist er, glaube ich, auf dem Fahrrad irgendwie über die Alpen unterwegs, genau, ganz crazy. Genau, aber vielleicht hört er uns gerade während dem Fahrradfahren, genau, würde ich ihm nicht raten, aber wäre cool, also wenn du da bist, Heiko, lieber Heiko, und gerade auch nicht tippen kannst, irgendwie, genau, sei gegrüßt, genau, der Andi, genau, der kennt der natürlich freut und sich liebt zu auch, Vista. Genau. Ja, sorry, aber fand ich auch, es war auch mein Anfang, ja, Alta Vista, also I love it. Genau, also wirklich super schönes Titbit hier, danke an die Mary Haynes, dass sie das hier gepublished hat. Apropos Google, Google gets a go-ahead to build 153-acre Bay Area Neighborhood by Headquarters. Ja, das ist wirklich, ihr kennt das vielleicht schon, das war auch schon mal in den News, hatten wir auch hier behandelt, ne? Also Google fängt jetzt wirklich an, diesen 153-Acre Mixed-Use Neighborhood dazu bauen. 153 Acre, wenn ich jetzt mal so 600.000, mehr als 600.000, vielleicht so knapp 620.000, keine Ahnung. Also Mathe schwer. Also auf jeden Fall über 600.000 Quadratmeter, würde ich sagen. Genau, please, genau, bitte nicht sagen, falls ich super weit daneben lag. Genau, also über 600.000 Quadratmeter. Also nicht nur ein Campus, sondern auch wirklich wieder Affordable Housing.
entsprechend halt auch, weil sie wollen ja auch die Leute auch wieder in die Büros halt entsprechend halt bekommen, ne? Also Housing und die gesamte Infrastruktur. Also sie bauen eine kleine City, ne? So ein Company Town, was ja in Amerika auch so, das gab es ja auch häufiger, beziehungsweise wir haben das auch, Wolfsburg, ne? Ist ja eigentlich auch VW Company Town, ne? Und am Ende wollen sie so eine Art Wolfsburg bauen. Genau. Solche Nachmacher. Ja, genau. Hier, der Archiv hat einen kleinen Service-Request. Ah, krass, war ich nah dran. Ja, wow, okay. Okay, das war aber mehr Glück. Also da war eine Menge Raten dabei. Ich habe es im Kopf überschlagen, aber dann war Raten dabei. Also das war jetzt einfach gut geraten. Wow, krass. Ich würde mal sagen, blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Genau, und das war mal ein Korn für heute. Genau. Und der Hans schreibt noch kurz was. Bei Foodblogs beobachte ich, dass sie Social Media erst 2, 3 Tage nach Veröffentlichung spielen, nachdem das Cover gelaufen ist. Also im Sinne von, die werden zuerst auf das Cover ausgespielt und danach organisch. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass irgendwie das Cover so ein bisschen auch genutzt wird, um zu schauen, wie ist die Interaktion damit? Ist das etwas indexworthy oder nicht? Interessanter View. Das hatte ich so noch gar nicht gehört. Vielen Dank, lieber Hans. Der Spannend. Hans, der Hans. Der Hans Kranz. Der sowieso. Genau, apropos AI-Content. Der Kevin hat sich damit auseinandergesetzt. What makes content valuable in an AI-World? Gute Frage. Und dieser Frage genau nähert er sich. Also erstmal, es geht ja um von drei Artikel, drei Sachen, genau. Last week three things happened that are related. Also der Editor-in-Chief von Tom's Hardware, der hat sich ja großartig beschwert, ne? Also vor allem eben auch, genau, the plagiarism engine, das hatten wir ja auch schon hier. Das ist halt, also sehr häufig sozusagen dann Content von eben Tom's Hardware gezogen wurde, ne? Weil die auch die einzigen waren, die eben auch so extensive Tests von bestimmten GPUs oder Grafikkarte oder was weiß ich auch immer gemacht haben. Und dann findet sich es genauso dann wieder auf Google, nur leicht umformuliert. Nur man sagt, ey, ist einfach nur Plagiat und sorry, so können wir das nicht weiterspielen. Machen wir dann Paywall oder was auch immer. Also so machen wir das auf jeden Fall nicht weiter. Das war spannend. Dann, genau, den hatten wir letzte Woche auch, dieser Artikel in The Verge, ne, über diesen ganzen, genau, Storefront for Robots, wo sich ja dann auch Google genötigt gefühlt hat, nochmal zu sagen, bitte macht helpful Content, ne, aber auch zeigt die realen Probleme auch von realen Seiten, ne. Ich kriege gar nichts mehr, weil einfach alles flooded ist mit crappy Text, ne, und das kann doch nicht irgendwie der Sinn sein. Und dann hier 8000 Subreddits went dark to protest platform changes, also Reddit will ja Geld jetzt quasi für die API, was ja auch super Sinn macht, ne, gerade in einer Welt, ne, gerade Reddit wird heavily auch herangezogen, um eben LLMs zu trainieren. Wir wissen auch entsprechend auch, was war echt Prozent von dem einen Language Model waren ja 8% waren Clickouts von Reddit-Posts, die mindestens 3 Upvotes bekommen haben oder was weiß ich auch immer. Karma-Punkte, wie es Ne? heißt. Also genau, also wirklich sehr, 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 sehr sinnvoll. Und das ist ja genau das, ne? Du hast da einen unglaublichen Asset, ne, mit diesem User-Generated Content, der super, super, super wertvoll ist. Und natürlich wollen diese ganzen LLMs eben das eben auch nutzen für ihre, also genau, also für das LLM, Entschuldigung, also nicht die LLMs wollen das nutzen, sondern es soll eben für LLMs da eben auch mit reinfließen, dass ich dieses Wissen halt habe, um es dann entsprechend wieder zu remixen. Und da sagt halt Ray, weißt du was, hier API-Usage kostet jetzt und zwar richtig. Genauso wie Twitter, ne? Elon Musk macht ja genau dasselbe, sagt ja auch, hey, also alle möglichen Leute wollen da ganz viele Tweets da quasi in ihren LLMs integrieren. Genau, bitte mal cachen. Also es kommt jetzt so diese Welle halt auch, wenn du UGC hast, ja, richtig viel guten UGC, ne? Das ist jetzt halt, du baust so einen kleinen Mode, beziehungsweise machst es halt kostenpflichtig, damit, ja, du dich da nicht einfach selber zerstörst quasi, weil irgendwann jeder deinen ganzen Content hat. Das ist super spannend. Und da gab es ja auch noch einen interessanten Post dazu, genau, dass, also damals ging es gerade um Computerspiele. Wie gesagt, ich habe das ja selber nicht, also ich suche selten irgendwie mit Reddit im Anhang an bestimmten Search-Term, aber da ging es um einen bestimmten, um irgendein Computerspiel und da suchte er etwas Bestimmtes und so kriege ich keine gute Antwort auf Google, ne, weil er wollte halt wissen, wo man das entsprechend findet, aber dann generelle Antworten bekommen, was das eigentlich ist. Aber wenn du nach genau diesem Item suchst aus diesem bestimmten Spiel, dann kennst du das. Ja, das ist es ja gerade. Deswegen suche ich nach diesem Item. Ne? Und er wollte dann wissen, eben, wo er das bekommt. Aber diese Information hat er gar nicht bekommen in Reddit, ne? In gut kommentierten
gut moderierten Subreddits, ne, gerade auch von diesem Spiel, kannst halt wirklich, wo finde ich dieses Schwert oder was weiß ich auch immer, was das jetzt war, ne, und da kriege ich dann natürlich eine deutlich bessere Antwort, ne. Also für diese Use Cases, ne, hast du eben genau das, wo Leute eben Reddit eben an ihre Suchanfrage anfügen, ne, und dadurch, dass die jetzt halt quasi ja, dark gegangen sind, ne, habe ich jetzt diese Informationen eben nicht mehr und genau, was dann natürlich auch die Google-Ergebnisse entsprechend schlechter macht. Ne. Und da sieht man auch wieder, ne, also wie wichtig es ist, eben diese auch die richtigen Daten dazu haben für das Training und oder beziehungsweise eben für diese UGC-Hosts sozusagen da das auch besser zu protecten, ne, weil sonst ja gräbst du dir einfach deine eigene Zielgruppe irgendwann vielleicht auch weg. Ne. Genau, das ist so grundsätzlich, genau, wo er nochmal rüber geht. Genau, habe ich was vergessen? Ach, da steht sogar auch nochmal, genau, genau hier. 22% vom Web Text 2, which is trained on outgoing links from Reddit. Ne? Ach genau, abgefahren. Ja, also super spannender Artikel. Genau, eigentlich habe ich jetzt nur noch mal diese drei Artikel da zusammengefasst. Aber wie gesagt, ein super Artikel vom Kevin, wie immer. Genau, kann man auf jeden Fall empfehlen, sich mal besser durchzulesen. Apropos AI-Content, der Dominik, der ehemals böse SEO, oder vielleicht immer noch, böser SEO, also ob er sich noch so nennt, also ist sicherlich kein böser SEO mehr. Genau, kennt ihr auch noch Gründer von Dept. Nee, nicht Gründer von Dept, Gründer von Trust Agencies, die dann an Dept verkauft wurden. Genau, jetzt Stefan kann man da, sogar. genau, mit Stefan so. Sensationell. Und genau, der hatte erst so ein alkoholisches Wasser oder so hat er gemacht. Alko-Seltzer oder. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber jetzt Ich dachte, beschäftige ich. Alka-Seltzer ist Nee, eher nee, was nee, gegen nee, 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 Kopfschmerzen. nee, das hieß irgendwie anders. Ah, oh, ich weiß es nicht mehr. Klang super spannend. Das war da auch gerade so ein Trend. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Aber ich freue mich, dass er wieder in der SEO-Branche zurück ist und da orientiert zum ChatGPT statt. Ist ja auch rausgekommen mit seinem eigenen Tool, was er macht. Und hier zeigt er mal ein bisschen, was er mit diesem Tool schon gebastelt hat. Und zwar da ein simples Setup, ne? Also komplett neue Domain. Spannend. Also, wie gesagt, ich glaube. Wir haben es ja letzte Woche gehört, Conchhouse, ne, yay, wer das Video gesehen hat, sensationell. Expired Domains ist, glaube ich, immer noch mal ein kleiner Vorteil. Ausschließlich AI-Content, einfaches, simples WordPress-Theme, 3000 Artikel, publiziert zu einem Nischenthema, jeder Artikel circa 300 Worte, ein uniques AI-Bild. Ich dachte, die Wortanzahl Worte ist nicht another thing. Ja, gut, aber das war einfach hier Kommen seine in irgendwelchen Metrik, Headings. genau, ja. Google Suggest zum Thema angezapft. Für den Artikel zusammengekratzt, null Backlinks aufgebaut, warum auch, ne, kontinuierliches Posten mit die WordPress-API, jeden Tag ungefähr 50 Artikel online gegangen. Indexierung eine Katastrophe, ja, habe nicht, nichts anderes erwartet, ne? Also hatten wir gerade mit Gary, genau, erklärbar. Aktuell sind nur 7,5% aller Artikel indexiert, ne? Aber das ist ja auch so, ne? Google, gerade eine neue Domain, ne? Interessiert die Leute, was du da schreibst, ne? Und das hat dann natürlich auch einen deutlichen Impact auf die Indexierung, weil wenn niemand den Content liest, den ich bislang von dir indexiert habe, warum soll ich mir den Rest von deinem Content auch nochmal holen? Ne? Google ist so viel besser geworden mittlerweile, im Crawl-Prozess schon zu determinieren, ne? Lohnt sich das entsprechend zu holen. Ne? Crawled, discovered not crawled, crawled not indexed, ne? Sind ja da die Abstufungen. Genau, die das Indexieren proaktiv. Achso, blablabla. Beim Folgeprojekt habe ich eine andere Lösung gebaut, die das Indexieren proaktiv bei Google pusht. Wahrscheinlich. Ping, ja, was sich definitiv lohnt. Da bin ich nach ein paar Wochen schon bei 20%. Gut, ein bisschen Effort macht immer Sinn. Klicks und Views sind in Ordnung, zeigen, dass der Content langsam anfängt zu ranken. Rankings sind voll okay für das komplett neue und frische Domain. Sprühe ich eine Absprachung? Nee. Ich glaube auch nicht, dass jetzt was abgestraft wird, aber ne, wenn ich mir was angucke, also natürlich, es ist natürlich schon schön, sieht gut aus, ne? Aber wird da was abgestraft? Warum? Es muss hier noch nichts abgestraft werden, weil ich mache gerade mal 30 Klicks am Tag. Ne? Oder jetzt, in dem letzten habe ich jetzt 30 halt gemacht. Das ist ja nichts. Ja? Und wie gesagt, zu so irgendeinem Nischenthema, wo Google vielleicht auch gar keine andere Alternative hat, gar keinen anderen Content oder was weiß ich auch immer. Und ich mache da 30 Klicks. Also ich mache zu wenig Klicks, um wirklich auch Schaden anzurichten. Ihr wisst ja, in den Patenten ist das ja sehr häufig. Das Search Engine Embarrassment ist da die KPI. Ne? Wenn er jetzt mit dieser AI-Content-Domain auch mal, keine Ahnung, 50.000 Klicks am Tag machen würde, ne, dann würde ja wahrscheinlich auch bei einer ganzen Menge Themen hier mit irgendwelchem Müll halt erscheinen. Und da wäre es dann schon more embarrassing, eben für Google so eine, ja, so eine Domain durchrutschen zu lassen. Ne? Und da würden sie wahrscheinlich da schneller tätig werden und sie entsprechend, siehe Conchhouse, auch wieder entsprechend abstürzen lassen. Also von dem her, wie gesagt, genau, ich glaube, das ist ja immer das Wichtige bei solchen Spam-Domains.
Man sollte eben nicht über diesen Threshold kommen, das ist zu erfolgreich, würde dann lieber wieder in die Breite gehen, also lieber auf 1000 Domains das entsprechend halt machen, ne, als das halt immer weiter pushen, weil irgendwann, genau, kommt dann halt der Hammer. Also von dem her würde ich das sagen, das ist eigentlich ganz normal, gerade auch zu einem Nischenthema, ne, also würde ich auch genau sozusagen so ein Verhalten entsprechend erwarten. Wenn ich das jetzt zum Thema Finanzen oder was weiß ich auch mache oder so, würde das natürlich dann wahrscheinlich nochmal ganz, ganz anders aussehen. Der Andreas Röhm ist übrigens noch dabei. Ah, mega. Moin übrigens. Genau, Google muss ja auch unbedingt besser werden bei der Indexierung. Wenn alle URLs durch den WRS geschoben werden müssen, dann musst du beginnen ja auch schon ausgesiebt werden. Genau. Also der Web Rendering Service, ne, also wie gesagt, wir sind ja im Zeitalter von JavaScript. Danke, super Kommentar hier nochmal vom Andreas dazu. Der weiß halt, wovon er redet. Genau, da muss dann nochmal eine Menge durch den Web-Rendering-Service und genau, obwohl ja Martin Splitt mal gesagt hat, also weil das ist so cheap und so easy, aber nichtsdestotrotz, ich meine, das muss man sich immer vorstellen, also Google hat ja fast unlimitierte Ressourcen, ja, aber wie wir hören, also du kriegst halt nicht mal das gesamte Internet halt durch, also du musst irgendwo Abstriche halt machen, ne? Du musst da irgendwo sozusagen das besser kanalisieren und genau, und das ist sicherlich einer der Gründe hier, ne, dass du natürlich auch im Stau beim Web-Branding-Service hier entsprechend vermeiden willst und musst, genau. Hey, ich vergleiche das Internet ganz gerne immer mit einer Bücherei eigentlich. Du hast halt super viele Inhalte, die kommen am Anfang einmal rein, müssen indexiert werden und dann wird das Buch an eine Stelle gestellt und du weißt, okay, ich gehe da und dahin und kannst dann jederzeit abfragen. Ja. Und das Problem ist, das ist ja eher schon fast wie bei Harry Potter, wo dann der Inhalt der Bücher sich dann regelmäßig ändern kann und das Das Prozesse benötigt. Nur dazu. Bei Harry Potter ändert sich der Inhalt der Bücher? Nein. Nee, okay. Aber du hast halt jetzt nicht irgendwie so Papier, wo es alles fest ist, sondern okay. Du hast halt Webseiten mit neuen Inhalten drauf und du musst irgendwie in der Lage sein, das mitzubekommen. Und das muss man halt nochmal zusätzlich als einen Ressourcenaufwand eben betrachten, der dann eben hilft, zu sehen, was ist eigentlich das aktuellste Bild. Und nicht jede Seite wird ja jeden Tag aktualisiert. Das heißt, wir brauchen dann passende Prozesse, die dazukommen. Genau, guter Vergleich mit Harry Potter. Ich habe übrigens Harry Potter Socken an, also von dem her lustig, dass du gerade den Harry erwähnst. Übrigens, der LinkedIn-User ist gerade dazugekommen, Mahlzeit. Das ist der Timo. Auch dir. Der Timo, ah, servus Timo, cool, dass du mit dabei bist. Genau, also auf jeden Fall spannend. Also, aber wie gesagt, ich liebe es, dass Leute auch hier immer ihre Erfahrungen posten. Deswegen packe ich es natürlich auch hier mit rein, weil das ist super spannend. Und wie gesagt, wir wollen immer noch unser Community-Project machen mit euch hier in Expired Domain, mit AI-Content befüllen und ja, einfach mal zusammen sehen, was passiert. Und der Google Bing hat dazu auch noch was geschrieben. Ah. Genau, fast nichts, genau, super wenig. Also wer Conchaus gehört hat, ne, also Conchaus 20.000 Artikel irgendwie pro Tag oder so, ne, also nochmal eine deutlich höhere Frequenz und mal 800.000 verdient in 2 Monaten. Also nicht der Dominik, sondern also wie gesagt Conchaus. Yay. Wenn ihr den Link sucht, ne, natürlich in der World of Vox haben wir natürlich noch den Link von der letzten Show auch drin oder schreibt uns einfach an, ich schicke euch auch gerne nochmal. Ich fand das ein grandioses Interview hier von Matt Digity mit den beiden Conchaus-Jungs. Sensationell, konnte man echt viel mitnehmen. Und genau, hat mir auch wieder Lust gemacht und wie gesagt, wir machen es. Also wir machen das auf jeden Fall. Müssen wir vielleicht gucken. Eine Sommerpause. Ja, vielleicht eine Sommerpause, genau. Wahrscheinlich. Apropos AI, es gibt ein interessantes Artikel in der Time mit OpenAI-CEO Sam Altman. Ja, ist interessant. Ich habe jetzt keinen super Titbit irgendwie, was ich euch hier mitgeben kann. Es war halt generell sehr, sehr interessant. Ach, ich habe vorher noch gemeint, mache ich da noch einen Punkt? Nee, egal. Ich lege es euch einfach ans Herz. Also wie gesagt, das kann man sich echt sehr schön durchlesen. Interessantes Interview, wie gesagt, ist nichts absolut Neues entsprechend drin. Aber nochmal einfach ein sehr schöner Einblick in den Kopf vom Sam Altman, der sicherlich gerade einer der ja, begehrtesten Personalities ist. Mhm. Irgendwie, genau, selbstverständlich hier als CEO von OpenAI. Dann, genau, wenn ihr nicht lesen wollt, sondern euch das anschauen wollt, was richtig cool ist, das ist super interessant. 50 Million in Mistakes, what Moz Founder learned from failure. Grandios, also richtig grandios. 9 Minuten, also wie gesagt, das könnt ihr euch ganz easy angucken. Rand Fishkin redet ja über die Gründung von Moz und ja, was alles schiefgegangen ist und erklärt auch ein bisschen mehr. Also wer sein Buch kennt, Lost and Founder, also finde ich, muss man lesen in unserer Lost Branche. Sensationelles Buch, genau, sollte jeder in unserer Branche lesen. Wirklich toll.
Und da fällt mir auch schon mal ein, und genau das alles, was hier sozusagen nochmal ein bisschen konsolidiert, quasi auf 9 Minuten Erklärung und erklärt nochmal ganz genau, sozusagen, wo auch gerade seine Probleme mit VCs sind. Also er ist ja großer Gegner sozusagen von VC-Finanzierung, hat er ja auch ein neues Funding-Modell für SparkToro, da ja quasi aus der Taufe gehoben, auch super smart. Und erklärt das nochmal hier. Und ich muss auch sagen, ich kann da einige Punkte unterschreiben, die er da erwähnt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Genau, meine Geschichte ist noch nicht wert, erzählt zu werden. Ist noch nicht bereit, erzählt zu werden, sagen wir es so. Aber super spannende Tidbits. Also, das kann ich für jeden empfehlen. 9 Minuten. Ich meine, ihr kennt ja auch Rand, erzählt das natürlich auch gut. Und selbst wenn ihr Englisch nicht so könnt, also das versteht jeder. Und das ist wirklich ein sehr spannender Einblick. Und einfach auch nochmal so in diese Welt SEO-Business sozusagen und gerade auch SEO-Tools entsprechend. Und genau, also ich glaube, da kann man eine Menge erfahren. Ein weiteres Video, das ich mir noch nicht angeguckt habe, aber das ich euch schon mal empfehlen will, weil ich habe super viel Gutes gehört, ist der Martin Splitt bei, genau, SEO on the Beach. Genau, ist ja in Murcia. Da war ich vor 5 Jahren, lustigerweise, ich habe Bilder vom Ron gesucht und habe Bilder wieder vom SEO on the Beach entsprechend gefunden. Servus, Matthias. Genau, unser Kollege kommt hier gerade rein. Und sensationeller Event, ist ja direkt am Beach quasi in Murcia. Hast du nicht auch Rand das letzte Mal getroffen? Den Rand nicht, nee, der Gary war da. Hast du nicht mehr mit Roche und Rand Fishkin auf dem SEO on the Beach? Mit wem? Mit Roche? Aber da war der Rand nicht. Auch Roche war mit dabei, ja, aber der Rand war nicht da. Echt? Ich dachte, Nee. wär zu dritt sozusagen unterwegs gewesen. Aber ich war nicht dabei, Nee, deswegen. da war nicht der Rand dabei. Da war der Gary dabei. Der lustigerweise da die ganze Zeit, das war so lustig, genau. Der hat die ganze Zeit gemeint, ich bin Markus Toba. Das war so lustig. Weil wir haben über was geredet und dann habe ich einfach in der Konversation auf einmal verstanden, ach so, du meinst, ich bin Markus Toba. Nee, wir sind gut befreundet. Nee, das ist jemand anders. Lustig. Random Story. Also sensationeller Event, SEO on the Beach, aber mit einem kleinen Drawback, ist halt rein Spanisch und ich kann halt auch, außer alle, die auf der Campix waren, wissen, außer Hola, ja, kann ich nicht viel Spanisch, non hablo español. Und El Gato debajo la camisa, die Katze ist unter dem Hemd. Genau, also und Irgendwas. Los Calcetines huelen mal, ja, die Socken stinken schlecht, riechen schlecht. Und Stinken schlecht. genau, stinkt schlecht. Und genau, und wie gesagt, es ist schon schwer, also weil da auch sehr wenig Englisch entsprechend halt auch gesprochen wird, ne? Und man hat auch Übersetzer entsprechend. Also war schwer, aber sensationelle Veranstaltung. Also SEO on the Beach. Der Veranstalter, grandioser Typ. Also wenn man da hin Grüße will, dann ich mache Lilly euch Ray auf jeden gerne Fall auch ein Intro. natürlich. Genau, das ist Lilly auch. Die war auch zum ersten Die Mal spricht ja da. auch Spanisch, Genau, oder? die spricht auch Spanisch. Genau, war auch da. Also ich hatte auch echt Lust, war ja parallel zur Campix. Aber wie gesagt, das werde ich mir noch angucken, weil das muss sehr, sehr gut gewesen sein. Und es halt immer auch geile Atmosphäre. Auch ich fand es auch cool, da zu präsentieren. Und du hast da so einen Beach im Hintergrund. Ja, das war schon Vor allem sehr, Martin sehr cool. spricht in Flipflops auch Genau. voll. Ja, das musste da sowieso. Genau, dann habe ich noch, oh, interessante Story. The real story of how Facebook almost acquired Waze, but we ended up with Google. Spannende Geschichte, habe ich auch noch nie gehört, habe ich auch ganz gelesen. Habe ich erstmal gemacht, ich scanne mal so rüber und dann habe ich es mir ganz gelesen. Holy shit, war das interessant. Weil die wollten Waze verkaufen, hatten dann schon so mit Facebook schon sehr früh geredet und die fanden das alles ganz gut und dann haben sie auch mit Google geredet und die hatten damals, also weil teilweise die Kunden wollten verkaufen, die anderen nicht und die haben gesagt, okay, erst für 1 Milliarde verkaufen wir und sonst machen wir halt weiter und verkaufen dann irgendwann für mindestens das Doppelte. Also die wussten schon, was sie da für ein Powerhouse da quasi in den Händen haben. Und Google hatte dann quasi, das haben sie. Haben den Angebot von Google bekommen, waren über 450.000, obwohl sie gesagt haben, sozusagen so 1 Billion und sie wollten dann sozusagen noch so ein bisschen verhandeln. Ja, jetzt sag doch mal so einen Betrag zwischen 450 und 1 Milliarde, wo wir uns dann treffen können. Und er wusste dann halt, ja, ich meine, ich weiß, sie wollen 1 Milliarde, die Founder, sonst verkaufen wir auch nicht. Und wenn das sozusagen mein Upper End und dein Lower End, also endest irgendwo bei 700, 800 oder was weiß ich auch immer, und dann bringt es ja nichts. Und deswegen ist er, they walked away from the deal, haben gesagt, nee, sorry, ist nicht, ich will keine 450 Millionen. Haben dann wieder mit Facebook geredet und Facebook hatte dann 1 Milliarde geboten, hatten dann aber irgendwie noch, ich glaube, 4 Wochen oder so, weil sie natürlich auch Facebook intern überlegen müssen, was machen wir denn eigentlich damit. Ne, wir haben sich ein bisschen mehr Zeit da entsprechend erwartet, da erbeten.
Und dann kam aber wieder sozusagen Google, also jetzt ich fasse das jetzt natürlich hier zusammen, lese es gerne nochmal durch, kam dann Google und hat dann 1,15 Milliarden geboten und genau, am Ende sind sie dann für 1,15 Milliarden an Google gegangen. Also manchmal auch so eine schöne Lesson, ja, irgendwie, ja, also auch walk away from a deal, ja, manchmal muss man auch Nein sagen und genau, hat bei ihnen gewirkt, hat halbe Milliarde mehr, ne? Wer will das nicht? Also genau, wenn ihr mal in dieser Lage seid, genau, erinnert euch dran. Nee, aber wie ist das? Ist eine spannende Geschichte, kann man sich echt durchlesen, ist echt richtig cool. Dann Google sued by USA Today Publisher amid falling ad revenues fears. Genau, USA Today Publisher Gannett. Und genau, Gannett sagt halt, hey, Google controls 90% of the market for publisher ad service, which publishers use to offer ad space for sale. Google also controls over 60% of the market for ad exchanges, which run auctions among advertisers bidding for ad space and publisher websites. Ne? Und das kennen wir ja, ne? Das ist ja sehr ähnlich zu dieser Klage, die wir letzt schon gehört hatten. Da gibt es ja mehrere Klagen und damit diesen neuen Staaten. Genau, das wird ja auch nochmal erwähnt. Und dann auch dann natürlich European Antitrust. Und genau, ich meine, Google sagt natürlich, hey, ihr könnt nutzen, was ihr wollt. Und so ist es auch alles halt gar nicht. Also, wie gesagt, sehr interessant, aber auch ein bisschen komisch, ne? Also, dass ich da irgendwie der Google verklage, weil ich weniger von euch verdiene. Ja, genau. Interessant. Apropos, you can't trust Google. Nee, ist jetzt nicht meine Meinung, ist die Meinung von David Heinheimer Hansen. Genau, ich seh das schon anders. Aber er macht halt hier den Punkt wegen Google Domains, ne, und sagt halt hier, guck mal, wegen Google Domains auch wieder richtig doof. Ne? Ich meine, man hat auf Google Domains gesetzt und jetzt, wie gesagt, gehört das halt zu Squarespace, jetzt alles anders. Ich finde das gar nicht mal so super tragisch. Also gut, ich hatte jetzt auch keine Domains bei Google Domains. Aber er erwähnt ja auch nochmal hier mit Google Nest zum Beispiel, was ja mehr oder weniger hier von Google gekillt wurde und ein Nachfolgeprodukt. Wie gesagt, steht er noch nicht mal so richtig in den Startlöchern und irgendwann, ja, keine Ahnung, ich habe mir auf das System gesetzt, auf Nest, ja, und irgendwann, ja, funktioniert es halt nicht mehr, es wird nichts mehr geupdatet oder was weiß ich auch immer, am Ende wird es einfach gekillt und ja, und ich war quasi das Guinea Pig, also das Meerschweinchen entsprechend und das ist hier sein Punkt, ne, aber ne, also, with a history like this, why would anyone trust Google on products or services outside of the ad space? This goes from Workspaces to Gmail for Domains to even the Cloud, Google Cloud Plattform. Echt, also puh. Also, ich meine, klar, natürlich, wenn ich mein Business auf der Google Cloud aufbaue, zum Beispiel Snap. Ne? Also, Snap ist ja auch quasi, läuft auf der Google Cloud entsprechend. Ne? Und jetzt würden die das discontinuen und das dann alles irgendwie auf AWS oder auf Azure zu schieben, viel Spaß. Ja? Ich meine, das wäre genauso wahrscheinlich bei uns, ja, von AWS irgendwie Zu da, kommen werden, ist es ja. möglich, ne, aber hat natürlich immer einen enormen Pain. Ne, aber ich glaube, wie gesagt, Google wird sich nicht aus dem Cloud-Geschäft verabschieden. Also es ist ja nochmal ein ganz anderes Business als das Domain-Business. Und auch Gmail, ich meine, ich nutze Gmail seit Beta und also ich würde es hassen, wenn es Gmail nicht mehr gibt. Aber ich kann jetzt auch nicht sehen, dass sie das hier. Also auf jeden Fall vertraue ich das immer noch, benutze immer noch Gmail, weil ich nicht glaube, dass das weggehen würde. Aber mit Produkten, ne, ist natürlich schon jetzt mal außerhalb von Android. Ne, also wie gesagt, gerade dieser Nest Case ist schon sehr hart, aber nichtsdestotrotz. Ich finde auch Der Archiv. Archiv sagt, Hansen hat recht. Ja, also genau. Genau. Also, so ist das. Dann, was habe ich noch? Ah, hier noch von Semrush, das ist der Last. Genau, da sind wir fast durch. The Future of E-Commerce is now, Industry Insights for 2023 and Beyond. Wieder nette Statistik von Semrush. Genau, Estimated Ad Spend 1,7 Milliarden. Ja, Milliarden Ad Spends. Wow, das ist super krass. Genau, Amazon remains a field of its own, klar. AliExpress continues to be a rising industry power. Aha, interessant. Und the most popular stores on your phone. China dominates the mobile app market. Interessant, genau. Amazon knows how to make a sale. Krass, der Funnel. Ne? Der Transaction Funnel vom Card. 100% der Session. Zwei Drittel aller Session with at least one product page. Also macht natürlich Sinn, Amazon, viel mehr, nicht viel Informational Content oder dergleichen. Ne? Sessions with at least one Add to Card Click. 12%. Ja, 12%, also von diesen zwei Drittel aller Sessions, ne, wo ein Produkt angezeigt wird, dann 12% geht es dann auch wirklich in den Car und 8% daraus wieder eine Transaction. Ja, also das sind mal nette Quoten. Und genau, deswegen ist Amazon da, wo sie sind. Also wie gesagt, hier interessante Statistiken, wenn ihr im Bereich E-Commerce unterwegs seid, kann man sich
mal angucken. Der Aki hat auch noch ganz kurz Ich würde einfach mal schauen, wie viele Produkte schon Google gekillt hat. Ja, du, absolut. Na, ich war großer Google Wave-Nutzer, ne? Gibt's hier, ne? Oder Google Plus, ja. Ich meine, gut, das haben wir alle gemacht. Auch Authorship eingebaut. Ich glaube, auf meiner CIA.de ist auch immer noch das Authorship-Markup verbastelt. Du hast absolut recht. CIA.de. Ja, Logo, kennst du noch? Kennst du gar nicht mehr? Das ist hier, ey. Das war ja meine Firmen-Homepage, ja. Wir sind outgebucht, bitte suchen Sie weiter. Seit wann habe ich jetzt? 2006, 2005, 2006? Steht, genau, also sieht ja 2005 so aus, glaube ich. Das mit dem Link auf Right habe ich mal hinzugefügt, genau. Aber das war es auch schon. Genau, gucken wir mal, ob ein Author. Ach nee, es war auf Tandler Partner. Ah, Entschuldigung, sorry. Da habe ich hier, genau, verwechselt. Ja, also ich glaube, ich würde es halt auch Das eher ist eine so. E-Mail-Adresse, oder? alex@cia.de. Das ist mal gut. Ja, geil. Ja. US wäre auch nicht schlecht. Genau. CIA.us Na, oder genau, .gov. .com. .gov, ja, yeah, das wär's, genau. Genau, 13 Uhr. Ja, wir haben unsere 13 Uhr Meeting. Wir haben echt Punktlandung. Krass. Ja, also wie gesagt, heute etwas traurige Show. Auch nochmal, lieber Ron. Oh, mein Papa hat geschrieben. Oh, der Tim halt. Genau, also lieber Ron, Ruhe in Frieden. Und euch allen einen schönen Mittag und noch einen schönen, ja, Start in die Woche. Ich hoffe, wir hören uns am Mittwoch mit Florian Stelzner zum Thema SEO-Wettbewerb. Wollt ihr nicht verpassen. In diesem Sinne, cool, dass ihr alle mit dabei wart. Passt auf euch Und auf, genau, passt auf euch auf. nimmt Rücksicht aufeinander. Genau. Happy Optimizing. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.